Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute eine Spielerkarriere und das mit dem allerechten Mauro Icardi. Wie ich auf die Karriere gekommen bin, da gehen auch Grüße raus an meinen Teamkollegen aus meiner Mannschaft, Okan, der Gute. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in das erste Spiel von Icardi rein. So, als nächstes stehen jetzt Testspiele an. Die werden wir einfach so kurz spielen, also Highlights zocken. Und ja, so Icardi jetzt im Alleingang. Immer noch Icardi am Ball. Icardi, Icardi, Icardi! Da fällt das 1-0 in der 85. Minute. So, und damit gewinnen wir dieses Spiel auch 1-0. So, nächstes Testspiel, das spielen wir auch das erste Mal von Anfang an. Und ja, würde ich sagen, geht's rein. So, Ball kommt über außen, wir stehen in der Mitte und da ist Icardi! Und da fällt das 1-0. Oh, mehr Aktionen gab es auch gar nicht. Wir verlieren das Spiel 2-1. Aber ist ja nicht schlimm. Deswegen gehen wir direkt ins nächste. Jetzt rein ins nächste Spiel. Und mir fällt gerade mal auf, wir spielen im Signal Iduna Park. Was ist denn jetzt los? Und da fällt das 1-0. Ball auf Mertens und damit steht es auch schon 1-1. Icardi hat freie Bahn, immer noch Icardi. Icardi legt rüber und da ist das 2-1. So, und damit ist Halbzeit, es steht 2-1 für uns und dann geht's in die nächste Hälfte. Und dann aufs kurze Eck, aber der Ball geht rüber. Icardi und er holt mal einen Schuss raus. Aber Schmeichel hat ihn. So, und damit ist das Spiel auch vorbei. Wir gewinnen 2-1, leider kein Tor gemacht. Damit starten wir in die Saison. So, die Saison beginnt und ich sehe, wir starten direkt mit einem Derby in die Saison. Fenerbahce, wenn ich das richtig ausspreche, gegen Galatasaray. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in dieses Derby. So, und damit geht es jetzt hier auch los. Jetzt Icardi am Ball und der haut mal einen raus. Und damit steht es 1-0. Oh, ein Fenerbahce, aber Muslera hat ihn. So, Ball auf Icardi, Icardi und er zieht ab. Und damit steht es 2-0. Was ein Schuss. Alter, wo hat der den bitte hergeholt? Kann mir das mal einer erklären? Und damit ist auch direkt Pause. Und wir gehen auch, ohne lang zu schnacken, in die zweite Hälfte. Icardi am Ball, Icardi! Und damit steht es 3-0 und dieses Derby ist wahrscheinlich schon gelaufen. Oh, der war knapp, aber gut gehalten vom Torwart. Und damit ist dieses Spiel auch vorbei. Wir gewinnen 3-0 gegen Fenerbahce. Und damit, Leute, beende ich auch diese Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao, ciao.